Im großen Saal auf der Konferenz Netzregeln in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es geht auf der heutigen Konferenz generell um Omnipräsenz, Leben und Handeln in der vernetzten Welt. Beim jetzigen Panel geht es um vernetzte Bildung, digitale Bildung für alle. Herzlich willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen. Wir wollen zum einen über Entwicklungstendenzen sprechen in der vernetzten Bildung, darüber, wie digitale Technologien das Hochschulsystem verändern, verbessern und über die politischen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen für diese Veränderung und Verbesserung. Sie können gerne Fragen stellen. Ich würde das so handhaben, dass wir am Ende auf jeden Fall noch Zeit für Fragen lassen wollen. Wenn es aber direkte Fragen mit Bezug auf Aussagen gibt, dann können Sie sich auch direkt melden und gleich im Anschluss an die während der Diskussion noch fragen. Und auch digital kann man im Chat fragen oder auf Twitter unter dem Hashtag NR13. Ja, worum geht es? Es geht um Technik, es geht um Didaktik und es geht um die Organisation des Ganzen. Eine vernetzte Hochschullandschaft bringt Veränderungen in allen drei Bereichen, Technik, Didaktik und Struktur mit sich. Und daher bin ich auch sehr froh, aus allen drei Bereichen Experten hier sitzen zu haben, mit auf dem Podium. Zum einen ist das Professor Leonard Dobusch. Er hat Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaften studiert und in dieser Schnittstelle zwischen den beiden Fächern auch promoviert zum Thema Windows versus Linux in der öffentlichen Verwaltung. Er ist heute Juniorprofessor an der FU Berlin im Bereich Organisationstheorie und beschäftigt sich zudem mit dem Themenkomplex offene Bildung, Urheberrecht und digitale Gemeinschaften. Professor Ihl, er hat Geschichte, Politikwissenschaften und Sportwissenschaften und Pädagogik studiert und ist auch heute sehr interdisziplinär unterwegs, wenn ich das richtig verfolgt habe. Professor Ihl ist Leiter des Instituts für Weiterbildung an der TU Chemnitz, sowie der Direktor des Center for E-Learning Technology im Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz und erforscht auch in dieser Schnittstellenbereich zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Sektor und E-Learning. Und Professor Guido Wirz hat Informatik studiert und ist aktuell am Lehrstuhl für praktische Informatik im Bereich verteilte Systeme und Cloud Computing an der Universität Bamberg tätig. Er ist zudem Vizepräsident für Technologie und Innovation an der Universität Bamberg und Beauftragter für die Virtuelle Hochschule Bayern. Was das genau ist, wird er uns noch erklären. Genau. Bildung gibt im besten Fall Impulse und bereitet vor auf diese Omnipräsenz der Technik und der Vernetzung, die ja auch schon viel diskutiert wurde in den vorigen Panels und der Keynote. Und daher nimmt die Bildung auch eine Sonderstellung ein. Da sie maßgeblich beeinflusst, wie wir auf diese Omnipräsenz und die Technik vorbereitet werden, aber auch wie sie gerade im universitären und Forschungsbereich, wie sie weiterentwickelt wird. Und dabei sind eben sowohl technische Kompetenzen gefragt, als auch die Frage, wie kann man diese Technologien sinnvoll und bereichernd einsetzen. Ich würde daher mit einer Eingangsfrage oder Erklärung anfangen. Die Begriffe E-Learning, Lernen 2.0, Lernen 3.0, Lernen 4.0, MOOCs, Cloud Computing, intelligente Bildungsnetze, virtuelle Hochschule, ja, sind seit 10 Jahren, schwirren die durch den Raum, sind allen mehr oder weniger wahrscheinlich geläufig, die im Bereich digitale Bildung oder Digitalisierung der Bildung. Und ich würde aber dort noch bitten oder anregen, generell da zum Einstieg nochmal kurz darauf zurückzukommen, wann hat E-Learning angefangen, was war E-Learning, wo hat es sich hin entwickelt und wo stehen wir heute in diesem Bereich digitale Bildung? Und würde das an Herrn Professor Wirz die Frage abgeben. Gut, ich kann es mal versuchen. Vielleicht ein Satz von weg. Sie haben gesagt, pädagogische Dinge, didaktische Dinge, technisch-organisatorische. Über technisch-organisatorische kann ich gerne was sagen. Didaktisch hoffe ich, dass andere Leute da was mehr zu wissen, weil das ist einfach nicht meine Ausbildung. Für mich ist E-Learning auch vom Hintergrund, wie schnell sich das alles entwickelt, dann macht man am besten Definitionen, die auch noch nächste Woche gelten. Im Prinzip erstmal alles, was mit digitalen Medien, digitalen Mitteln, Rechnern, Internet unterstütztes Lernen ist und Lehren. Und ich würde sagen, was wir im Augenblick schon praktisch sehen, sind so drei Stufen.
was sehr wahrscheinlich alle die, die hier im Raum sind und selber mal gelehrt schon haben, sicher wissen, Unterstützung für normale klassische Präsenzlehre wie, wir sagen heute noch Folien ins Netz, es sind ja keine Folien mehr, weil es gar keine Folien mehr gedruckt werden, Unterlagen ins Netz, Literaturlisten, Links und solche Dinge zur Unterstützung von allem, bis hin zu Vorlesungsmitschnitten, Ton und Bild, denke ich, das war so die erste Stufe, die es schon seit langem gibt. Da gibt es immer noch technische Probleme, zumindest bei den Bildübertragungen, diesen Dingen. Man sieht ja den Technikaufwand, den man hier jetzt treibt. Den müsste man sich in jeder Vorlesung betreiben, wenn man das macht. Aber das, denke ich, ist mittlerweile Standard bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen an Fachhochschulen, Unis überall, zumindest in Deutschland. Der zweite Punkt ist der, dass man sagt, das Angebot zu einer Hochschule reicht vielleicht an irgendwelchen Stellen nicht. Es gibt zusätzliche Angebote von freien Anbietern, von anderen Hochschulen im elektronischen Raum, sozusagen virtuelle Angebote. Das wäre sowas wie zum Beispiel die Virtuelle Hochschule Bayern, wo immer irgendwelche Gruppen aus verschiedenen bayerischen Hochschulen zusammen in Projekten für 40.000, 50.000 Euro pro Kurs einen Kurs anbieten. Das kann irgendein Grundlagenkurs in Wirtschaftsrecht sein, das kann aber auch eine Einführung in Informatik sein oder in Psychologie. Hauptsächlich bis jetzt noch Dinge, die nicht zu viel Interaktion fordern, weil das heißt, man kann konsumieren. Diese Dinge ist im Prinzip sowas wie, ja, früher nannte man das, glaube ich, Telecollect 5.0 oder 6.0, dann würde ich sagen. Also in die Richtung nur besser gemacht, weil man heute besser weiß, wie es geht. Und das Dritte ist dann, dass man wirklich ganze Studiengänge online macht. Das kam jetzt, die ersten Teaser kamen jetzt mit den Mocks hier auf, wobei ich denke, das ist eher ein Hype oder bleibt ein Teaser. Wir haben zum Beispiel in Bamberg einen virtuellen Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik, der komplett virtuell ist, mit 4 oder 5 Tagen Präsenz pro Jahr maximal, nämlich für Klausuren, weil die noch nicht elektronisch rechtssicher laufen, und für so einen Come-Together-Tag, dass man die Leute mal wirklich von nahem sieht und mal zusammen ein Bier trinkt und solche Dinge. Und das funktioniert schon seit 10 Jahren mit mittlerweile 200-300 Absolventen, sogar schon hervorragend. Nur da hoffen wir, dass natürlich die Mittel, die technischen Mittel, um sowas zu machen, Schritt für Schritt noch besser werden und auch die didaktischen Konzepte. Weil wenn man sich die Kurse anguckt, sieht man, es ist im Prinzip Skripten, Arbeitsmaterialien, Arbeitsblätter, Übungen plus Chat-Unterstützung, Foren-Unterstützung und zum Teil dann ab und zu mal so ein Teaser, auch mal, wenn es irgendeine Frage ist, setzt man sich vor seine Kamera und gibt dann mal eine Erklärung nochmal dazu, 5 Minuten. Aber da kann man sicher, was Interaktion angeht, auch was die pädagogischen Konzepte dahinter angeht, sicher noch eine ganze Menge mehr machen. Da sind wir jetzt und die Frage ist, das flächendeckend und was mehr? Aber da sind, glaube ich, auch noch ein paar andere da, die da was zu sagen haben. Ja, dann würde ich diese Frage noch mit an zusätzlichen, mit einem Zusatz weitergeben an Professor Igel. Es geht ja eben häufig um intelligente Bildungsnetze. Was ist denn intelligent an diesen Bildungsnetzen? Na, das ist jetzt ein großer Sprung, den Sie gerade machen. Was der Kollege jetzt gerade dargestellt hat, sind ja im Wesentlichen erstmal Organisationsformen, die wir an den Hochschulen erleben. Ja, rein Präsenz, Mich-Formen bis hin zu rein virtuell, womit ja erstmal noch gar nichts gesagt ist. Sie haben es gerade angesprochen über die didaktischen, die pädagogischen und sonstigen Aspekte, die damit einhergehen. Wenn wir den Sprung von dort zu den intelligenten Bildungsnetzen machen, dann überspringen wir so ungefähr 3-4 Phasen der Entwicklung in den letzten 13, 14 Jahren. Also richtig ist, die Organisationsformen sind im Sinne eines Angebots, das die Hochschulen machen. Und im Übrigen, Klammer auf, darüber sollten wir auch gleich mal reden, es geht ja nicht nur um die Hochschulen. Wenn wir über Bildung und technologiebasierte Bildung reden, es geht ja von der Kita bis in die Weiterbildung hinein, Klammer zu, aber sollten wir gleich nochmal thematisieren, auch wenn wir jetzt alle zufälligerweise Hochschulvertreter hier sind. Aber wir müssen gucken, dass wir jetzt halt eben nicht den Sprung vielleicht zu groß machen. Im ersten Schritt diese Organisationsformen, die durchaus bewährt sind, die aber mit Sicherheit noch lange keine flächendeckende Abbildung in Deutschland haben und aus vielerlei Gründen, die, würde ich mal auf den Punkt versuchen zu bringen, keine technologischen sind, bislang nicht gut gelungen ist. Und es gibt dann natürlich im Wesentlichen, und dann sind wir durchaus bei dem, was heute Morgen auch schon andiskutiert worden ist, technologieinduziert, weitere Entwicklungsphasen durch neue Devices, durch massiv Open-Online-Courses, was eben angesprochen worden ist, durch Fragen von sozialen Netzen und wie wir sie in entsprechenden Lehrveranstaltungen nutzen können oder in Kursangeboten nutzen können, bis hin, was natürlich am Deutschen Forschungszentrum unser Interesse und unser Forschungsschwerpunkt ist, wie wir Methoden auch der künstlichen Intelligenz zukünftig nutzen können. Einige Beispiele haben wir heute Morgen in den Vorträgen, in der Keynote ja auch schon gesehen, wohin das laufen kann, wie diese denn Bildung unterstützen können. Aber ich glaube, eins haben wir da ganz wesentlich gelernt. Intelligent sind die Bildungsnetze insbesondere dann, wenn sie einen pädagogischen und bildungsbezogenen Mehrwert bringen und nicht, wenn sie Technologie treiben, la pour la.
um darauf direkt nochmal zurückzukommen, welche Herausforderungen entstehen denn dann genau durch diese neuen Technologien und auch diese neuen pädagogischen Konzepte, die damit verbunden sind? Und also wie können Hochschulen, aber auch Schulen auf diese doppelte Herausforderung reagieren, ohne das bestehende System komplett umzuwerfen und ein neues Konzept aufzugreifen? Ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage. Also wir haben mit Sicherheit ein sehr vielschichtiges Problem in der Zwischenzeit. Wenn wir nochmal den Blick zurückwerfen, Ende der 90er, als im Prinzip das alles begann, als auch die VHB und andere Hochschulen in den Bundesländern und an den Universitäten gegründet wurden, also virtuelle Hochschulen wohlgemerkt, war es ja im Prinzip ganz einfach gewesen. Ja, es war der erste Schritt. Die Technologie wurde zum ersten Mal genutzt, um die Dinge halt eben nach vorne zu bringen. In der Zwischenzeit hat die Technologie die Dinge so verdichtet, alles so sehr überholt, dass keiner mehr so richtig weiß, welche Technologien soll er denn für was eigentlich wie nutzen. Ist das erste Problem, das überhaupt erstmal da ist. Das zweite ist, dass wir einfach, und das haben wir in den 60er Jahren schon gesagt bekommen von klugen Kolleginnen und Kollegen, dass wir an den Hochschulen in Deutschland das Problem der strukturellen Geringschätzung der Lehre haben. Und wenn Sie jetzt auch noch Technologien nutzen, haben Sie sozusagen die doppelte strukturelle Geringschätzung, nicht nur der Lehre, sondern auch technologiebasierter Lehre. Das heißt, die Frage der Akzeptanz, die Frage, wie Sie diese Dinge bei den Kolleginnen und Kollegen in die Nutzungsbreite hineinbringen. Und das Dritte ist in der Tat, dass wir bis heute keine ernsthafte empirische Evidenz haben, dass das, womit wir auch ursprünglich mal angetreten sind, nämlich zu sagen, die Dinge werden besser. Es gibt bis heute keine ernsthafte empirische Evidenz, dass es wirklich so ist. So dass man sich die Frage begründet stellen kann, warum soll man es tun? Und das sind nur drei Baustellen von einer ganzen Menge von Baustellen, die ich jetzt nochmal anreißen will. Naja, die Frage, warum soll man es tun, wahrscheinlich, deshalb sitzen wir ja auch alle hier, wegen dieser Omnipräsenz. Die kann natürlich aus der Bildung nicht ausgeklammert werden. Man kann natürlich nicht sagen, die Bildung, wie sie bisher lief, ging, also alles hat wunderbar geklappt oder einigermaßen geklappt und die digitalen Technologien bringen nicht unbedingt eine Verbesserung, aber sie bringen auf jeden Fall eine Veränderung, die eben auch in den anderen Lebensbereichen präsent ist. Wie eine Frage an Herrn Dobusch wäre dann vielleicht, wie von Seiten der Politik vielleicht auch so eine Veränderung mit unterstützt werden kann und welche in welchen Bereichen die Politik vielleicht auch aktiv werden muss, um hier Lehrer zu unterstützen, Schüler zu unterstützen, Studierende, Lehrende. Fragte Sie den BWLer? Ich möchte jetzt, es sind so viele Baustellen aufgeworfen worden, ich würde da gerne auf zwei, drei vielleicht ein bisschen versuchen, mal mit dem Abarbeiten anzufangen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, in der Böll-Stiftung, aber vor zwei Wochen hatte die Ebert-Stiftung eine Veranstaltung, die hieß von Moodle bis MOOC, E-Learning und so weiter, also irgendwie so ähnlich wie dieses Panel hier. Da waren, weil sie gesagt haben, dass es kaum Evidenz noch gibt. Ich dachte das auch, aber ich habe quasi dann, da wurde eines Besseren belehrt von einem Vortrag von einem Kollegen Persike aus Mainz. Das ist ein Methoden- und Didaktiker, eine sehr schöne Kombination. Und der hat zumindest, ist natürlich jetzt auch nur eine größere Studie, aber der trackt die Performance seiner Methodeneinführungsvorlesung seit Jahren. Und hat versucht, experimentiert mit technologieunterstützter Lehre. Und er hat das sehr schön irgendwie gezeigt, dass er hat dann begonnen, seine Vorlesung aufzunehmen und die Studierenden konnten dann vor der Klausur nochmal das ansehen, was sie quasi nicht verstanden haben, wie sie ihm zugehört haben. Und das hat zwar einerseits dazu geführt, also der Aufwand war enorm, sowohl für ihn als auch für die Studierenden. Die hatten nämlich dann mehr Zeitaufwand, weil die natürlich dann wirklich das so oft sich angesehen haben, bis sie es verstanden haben. Hat teilweise öfter länger gedauert. Und am Ende hat das aber zu besseren Ergebnissen geführt in dieser Form. Dann hat er sich gedacht, naja, wenn das so gut läuft, machen wir es mal anders. Streichen wir die Präsenzvorlesung, machen wir es nur online. Das Ergebnis, die Resultate sind in den Keller gefallen. Also noch schlechter als davor, wo es gar keine technologieunterstützte Lehre gab. Und das hat statistisch signifikant, finde ich, sehr methodisch sauber durchgezogen. Also das sozusagen nur das da ergänzend dazu. Und ich glaube, das zeigt schon, man kann es auch viel falsch machen. Und wenn man da glaubt, okay, wenn es auf Video ist, brauche ich es nicht mehr halten, die Vorlesung. Ich glaube, das ist komplett naiv. Und die empirische Evidenz, die wir haben, zeigt, dass das so nicht läuft. Umgekehrt zeigt es aber, dass wenn man bereit ist, mehr Geld sogar zu investieren, kann man auch bessere Ergebnisse vielleicht erzielen. Ja? Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, weil Sie gesagt haben, intelligente Netze und das alles jetzt flächendeckend noch mehr. Also erstens bin ich ein Anhänger von dummen Netzen.
Also angesichts der ganzen Netzneutralitätsdebatte, mein Wunsch wäre im Sinne des End-to-End-Prinzips, das Netz ist doof und tut das, was es am besten tut, nämlich einfach nur Inhalte, ohne zu schauen, was da drin ist, von A nach B zu transportieren, und die Intelligenz sitzt an den Endpunkten des Netzes. Also das wäre sozusagen ein grundlegenderer Punkt, der jetzt über Bildung hinausreicht. Aber das Zweite ist, was betrifft das jetzt überall und noch mehr, ich finde, die Technologie, die wir haben, wird so suboptimal genutzt, dafür diese Potenziale, die eigentlich damit verbunden wären, dass in einem digitalen System wie der Hochschule, wo ganz viel Inhalt jetzt von uns Lehrenden, ja, das kennen Sie alle, in digitale Silos geschüttet werden. Ja, Silos deshalb, weil wenn wir auf Moodle oder Blackboard oder wie die ganzen Systeme heißen, unsere Unterlagen raufstellen, dann können die Studierenden sehen und ich kann sehen und das war's. Ja? Das heißt, statt dass man das, was ohnehin online ist, sichtbar macht, so dass man voneinander lernen kann, dass die Lehre besser wird, weil das kann ich auch aus eigener Erfahrung erzählen. Ich habe dieses Semester zum ersten Mal einen Kurs komplett ins Netz gestellt. Ja? Ich habe einen Kurs, der heißt Management und Marketing für Wirtschaftsinformatik Master. Und den habe ich auf einem FU Berlin betriebenen Wiki deponiert. In dem Fall aber so, dass eben jeder da alles einsehen kann. Also vom Kursdesign über alle Unterlagen, die ich verwende etc. Es war mehr Aufwand natürlich, weil ich musste mir Gedanken über Urheberrechte machen, die ich mir nicht machen muss, wenn ich es reinstelle. Ich war aber auch positiv überrascht, dass ich viele der Originalwissenschaftstexte durchaus frei im Netz schon gefunden habe. Aber ich würde sagen, das Hauptproblem ist derzeit, dass die Technik, die wir derzeit einsetzen, so abgeschlossen ist, so wenig zugänglich, dass das Potenzial, das damit verbunden wäre für eine Verbesserung der Lehre, nämlich wenn ich einen Kurs neu designe, dann schaue ich mir mal die 5 anderen Kurse, die in meiner Disziplin an und schaue mal, was machen die, nicht um sie so 1:1 zu kopieren, aber um mich inspirieren zu lassen. Umgekehrt, wenn Leute klar ist, dass das, was sie unterrichten, viele Leute sehen im Internet, dann tun sie sich auch mehr an. Da müssen die Folien ein bisschen schöner sein, weil es peinlich ist. Ja, dann muss man das auch wirklich vertreten können von der größeren Öffentlichkeit. Das hat automatisch Qualitätseffekte. Also mein Plädoyer, um zu Ende zu führen, wäre nicht mehr Technik, ja, nicht mehr Intelligenz, irgendwie da, was jetzt irgendwie da vielleicht so in die Technik rein, sondern die Technik, die man hat, öffnen, offen zugänglich machen im Sinne von Open Education und dadurch die Qualität zu verbessern. Das wäre jetzt so mein Plädoyer. Nicht mehr Technik, bessere Einsatz der Technik. Ja, vielleicht. Darf ich vielleicht gerade nochmal direkt was dazu sagen? Also Sie haben ja gerade das Thema nochmal intelligente Netze angesprochen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, natürlich soll das Netz genutzt werden, wofür es auch da ist, Zugänglichkeit zu schaffen, Verbreitung zu schaffen von Materialien, Transparenz zu schaffen etc. Ich glaube, da sind wir alle völlig einer Meinung. Aber ich gehe schon noch mal einen Schritt weiter. Intelligente Netze meinen schon noch mehr. Natürlich kann auch Technologie intelligent sein und kann Technologie, gerade KI-Technologie, dazu helfen, Dinge zu enablen, die wir bislang in den von Ihnen genannten dummen Netzen so halt eben nicht für möglich gehalten haben. Ja, also es gibt heute Lernsysteme, vor denen nur in der Breite die Augen zugemacht wird, die eben nicht wie Standard-Learning-Management-Systeme als Dateischleuder genutzt werden. Ja, so, und für alle sind die Inhalte gleich, sondern natürlich haben wir schon längst Lernsysteme, die auf Basis künstlicher Intelligenz in der Lage sind, die Inhalte individuell auf die Kompetenzen, auf die Lernhistorie, auf die Frage der didaktischen Ziele so zuzuschneiden, dass es quasi einem Lehrer ähnlich möglich ist, Inhalte zu personalisieren. Das wird in dieser Breite überhaupt gar nicht genutzt. Wir haben alleine am DFKI für die EU ein riesen Mathematiklernportal erstellt, wo wir den gesamtmathematischen Content der Oberstufe bis hin zu etwa zum 4. Semester auf solche KI-Lernsysteme denn aufgesetzt haben. Dort können wir in der Tat empirisch Evidenz zeigen, dass der Lerneffekt gigantisch groß ist und auch die Akzeptanz gigantisch groß ist. Und das ist natürlich ein Aspekt von intelligenten Bildungsnetzen, nicht bei dem technologischen Standard stehen zu bleiben, den wir haben, sondern die innovativen Technologien zu nutzen, um, und das war nur mein Punkt ja von eben, pädagogisch und didaktisch einen Mehrwert zu schaffen und nicht nur organisational und angebotsorientiert neue Mischformen zu schaffen, damit die Hochschulen vielleicht nach vorne blicken und nochmal mehr Geld verdienen können. Ja, möchten Sie auch darauf? Vielleicht kurz auch dazu. Ich habe bewusst eben, haben Sie vielleicht gemerkt, das Wort intelligent auch nicht benutzt, weil ich auch so sehe, die Intelligenz sitzt an den Enden, beziehungsweise ich würde noch einen Schritt dazwischen gehen. Da war jetzt auch wieder das Riesengap mit der künstlichen Intelligenz und die individuell zugeschnittenen, automatisch zugeschnittenen, halbautomatisch zugeschnittenen Angebote. Dazwischen ist noch eine andere Sache. Man kann diese Dinge auch mehr oder weniger, wie wir gesehen haben, intelligent nutzen.
Was mir im ersten Schritt mal wichtig wäre von diesem End-to-End, was funktioniert, denke ich, was aber vielleicht noch flächendeckend auch mobil überall funktionieren muss, haben wir ja zum Teil hier dann auch schon gesehen, dass man die Dinge intelligenter nutzt. Weil und auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schafft, das geht. Diese Idee mit den offenen Kursen, das Urheberrecht ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Wir haben zum Beispiel im Augenblick, ich halte eine Anfängervorlesung, Einführung Informatik, Moodle, die ganzen Dinge drin, Forenbetreuung, das sind auch schon Vorteile, weil ich kann auf gezielte Fragen von einzelnen Studierenden, von einem dieser 220 Studierenden, kann ich notfalls samstags abends noch eine Antwort schicken oder einer der Assistenten schickt sie, was ich früher nicht konnte. Da braucht man eine Sprechstunde und all diese Dinge. Da kann man auch schon viel mehr machen. Die Dinge, die man vorher auch machen konnte, aber nicht so gut, durch die technische Unterstützung besser. Und der andere Punkt ist der, es hat sich dann rausgestellt, ein Assistent kam zu mir und sagte, die Studenten haben eine Facebook-Gruppe gegründet, Lösung der Aufgaben. Ja, klar, warum nicht, wenn die genutzt wird zum Aufgabenlösen und Diskutieren von Lösungen und sowas, warum nicht? Aber dann kommt natürlich die Frage, kann ich solche Aufgaben, wenn sie abgegeben werden, wieder bewerten? Schon bin ich in ein Problem drin, was dann wieder rechtlich ist, wo ich mich gerne raushalten würde und solche Dinge. Also da fehlen zum Teil auch noch die nicht rechtlichen, sondern die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen an den Universitäten. Die sind da noch lange, sind mindestens 10 Jahre hinter diesen Dingen her. Also Kursanerkennung. Welcher Kurs gilt oder wenn ich ihn anerkenne, ist er irgendwo zertifiziert, diese ganzen Dinge. Gar nicht wegen Geld verdienen, sondern eher wegen Qualitätskontrolle. Das sind Dinge, über die wir auch reden müssen. Ich fände das schon sehr gut. Wir machen das in Bayern jetzt so, dass wir versuchen, in den nächsten 5 Jahren, als CIO, hier spreche ich jetzt sozusagen, versuchen, dass jeder bayerische Studierende an jeder bayerischen Uni, in jeder bayerischen Archiv, in jedem bayerischen Bibliothek mit seinem einen Studentenausweis überall ran kann, überall an die Rechner kann, nutzen kann. Und das stelle ich mir eben zumindest online auch so vor, wenn es jetzt irgendeinen Kurs in Niedersachsen gibt, der wirklich gut ist und der fehlt bei uns im Portfolio, dann wäre ich ja froh, wenn ich dem Studenten, der sich genau dafür interessiert, sagen könnte, nimm doch den erkenne ich dir auch an und auch mit den 6 Credits, die vorgesehen sind und diese Dinge. Und da sind wir noch in den Kinderschuhen, weil es da auch viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die das alles wegen der Geringschätzung nach dem Motto Lehre ist lästig, entweder machen es 3 Leute oder elektronisch und wir können in Ruhe forschen, das hört man immer noch. Das heißt, die Wertschätzung, gerade genau Technologie, da könnte man sie auch einkaufen, dann könnte man auch die Stellen streichen. Das ist dann die Angst, die sofort dahinter steckt. Und da haben wir noch Riesenprobleme, ehe wir zu diesen intelligenten Lernumgebungen kommen. Jetzt gab es eine Frage aus dem Publikum. Ja, wer? Ich weiß nicht, wo das Mikrofon ist. Ist besser mit Mikrofon. Also danke, dass Herrn Dobusch seinen Vortrag, der Herr danach noch was gesagt hat, wobei er hat dann einen Ansatz getätigt, den ich da nicht nur gesehen haben möchte, obwohl er da auch relevant ist. Ich finde einen anderen Ansatz dann viel wichtiger, damit man sieht, wie theoretisch dann letztlich das, was Herr Dobusch da bringt, doch ist. Denn wenn Sie ein Lernsystem von einem Lehrer oder Professor vor eine Schüler- oder Studentengruppe zur Erklärung bringen wollen, schaffen Sie es nicht, da umhin, dass der Lehrer oder Professor eine Position oder eine Stellung abgeben muss, wie er sich selbst dazu bezieht, weil beim Auswerten von Lernsystemen kommen sie nicht umhin, um eine politische Position einnehmen zu müssen. Und ich merke, dass die strukturierten Lehrer und Professoren so ein Terrain niemals betreten werden. Dazu sind sie zu sehr verhaftet, verängstigt um ihre persönliche Stellung, als dass sie dieses Terrain wirklich betreten. Sie sind nicht bereit zu verantworten, was sie lehren. Das ist ja den Mangel, den ich vorschreibe, überhaupt zu 80-90% unserer Professorenschaft, die wirklich, wenn ich sie persönlich privat kenne, dass sie in den wenigsten Fällen in der Lage sind, ihr eigenes Wissen verantworten zu können. Aber im Klassenraum, da können sie es, oder vor einem Studienkolleg. Also deswegen sage ich an der Stelle, Sie sollten für sich mal die Frage stellen, wie wollen Sie das, was Sie meinen, tatsächlich auswerten wollen, wie soll der Professor das umsetzen? Das ist mir oder Sie denken gerade in 50-Jahres-Zeiträumen, wo diese strukturellen Veränderungen stattfinden, um das dann irgendwann mal zu installieren, also vorher nicht. Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt ganz verstanden habe. Also mein Eindruck ist, dass man kann viel vorwerfen dem
deutschen Universitätssystem, es gibt viel zu kritisieren, aber das mangelnde Selbstbewusstsein von Professorinnen und vor allem Professoren, ihre politisch gefärbten, teilweise ideologischen Standpunkte mit Chuzpe und ohne jede Reue hinauszublöken, ist nicht mein Eindruck. Also ich habe das Gefühl, da gibt es kaum Sorge. Vor allem nicht die Professoren und Professorinnen, die quasi verbeamtet sind, da besteht keine Angst. Also da mag sein, dass es vereinzelt Leute gibt, die sich fürchten. Ich habe sie noch nicht getroffen. Manchmal würde ich mir wünschen, dass Professorinnen und Professoren, vielleicht manchmal auch ich, ein bisschen vorsichtiger sind und zurückhaltender sind, mit welchen weitreichenden Schlussfolgerungen sie von ihren sehr theoretischen Modellen teilweise sich in politische Debatten einmischen. Aber das umgekehrte Problem sehe ich so nicht. Das ist das Erste. Das Zweite, und das schließt an die Frage, die ich vorher nicht beantwortet habe, nämlich die von Frau Stilz: Was würde ich mir von der politischen Seite erwarten in dem Zusammenhang? Und ich würde so weit gehen zu sagen, um ein bisschen auch zu provozieren, ich würde mir in mancher Hinsicht, also Anreize, das ist noch quasi kritisch, glaube ich, nämlich und in anderer Hinsicht sogar vielleicht auch ein bisschen sanften Zwang hin zu mehr Offenheit. Zwei ganz kurze Beispiele. Viele von Ihnen hier werden es mitbekommen haben, es gab ja diese Förderung des Stifterverbands, für, ich weiß nicht, welcher Stiftungsverband, gemeinsam mit Iversity für so MOOCs, wo die 250.000 Euro ausgeschrieben haben für 10 MOOCs, glaube ich, war es, ja, die dann jeweils 25.000 Euro zur Realisierung bekommen haben und haben damit 250 Einreichungen bekommen. Aus allen Universitäten Deutschland war mein Eindruck, oder zumindest wirklich quer über durchs Gemüse begeht, verschiedenste Disziplinen, verschiedenste Universitäten, mit wirklich, also das ist Peanuts, 250.000 Euro, das ist gar nichts. Und ich, in meinem gesamten, alle Kollegen, die ich getroffen habe, alle haben über diese Sache gesprochen, ob sie selbst eingereicht haben oder nicht. Also mit so einem mikrokleinen Anreiz, ja, hat man enorm viel schon mal in Bewegung gesetzt, dass sich Leute damit auseinandergesetzt haben. Man stelle sich vor, es gäbe jetzt statt 250.000 25 Millionen Euro an Grants für Open Educational Resources, die ausgeschüttet werden. Und wir wissen, auch zu dem Thema Lehre wird gering geschätzt, aber Drittmittel werden hochgehalten. Das heißt, wenn quasi man da ein bisschen, das ist immer noch nicht so viel Geld, dass da irgendwie der deutsche Bildungsfinanzierung darin zugrunde gehen würde. Da könnte man mit ganz wenig Anreizen ganz viel bewegen. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite Punkt wäre, ich glaube, in mancher Hinsicht muss man auch dann zu Offenheit sanften Druck ausüben. Das betrifft vor allem Forschungsergebnisse. Da ist es inzwischen auch schon mehr etabliert. Ja. Aber warum stelle ich die Frage, in meiner Heimatuniversität gibt es auch in Linz, wo ich herkomme ursprünglich, in Österreich, gibt es auch einen sehr erfolgreichen Fernlehrgang in Rechtswissenschaften. 4.000 Leute studieren das. Auch hier nur 5 Präsenztage so zu Klausuren. Das wird mit öffentlichen Mitteln komplett finanziert. Ja? Also die werden aber sauteuer verkauft. Entschuldigung. Also diese Medienkoffer, die das heißt, müssen dann DVDs kaufen, jetzt können Sie es auch online ansehen, aber es ist sehr abgeschlossen, obwohl das alles öffentlich finanziert ist. Da denke ich mir, wieso ist das nicht frei im Netz, wenn das öffentlich finanziert wird? Und in mancher Hinsicht, ich denke mir, wenn ich zum Beispiel einen Grant bekomme mit einer Studentenhilfskraft, da reden wir von 10.000 Euro, um ein Lehrbuch zu schreiben, dann habe ich kein Problem, dass das nachher auch frei im Netz steht, weil ich verdiene eh nichts damit. Ja, also außer ein paar Juristen verdienen mit den Lehrbüchern die allerwenigsten etwas. Ich würde vielleicht nochmal gerne was, Sie haben ja nach den politischen Fragen, also nach der Wirkungsmöglichkeiten in der Politik gefragt. Ich würde das schon nochmal gerne ein bisschen auseinanderziehen. Also was kann die Politik heute überhaupt tun? Da sind wir sehr reglementiert. Und ich meine, das ist ja was wir an den Hochschulen permanent erleben. Solange das Kooperationsverbot gegeben ist, war es das, was die Wirkung der Bundesebene auf die Hochschulen direkt in den Bundesländern angeht. Also wollen wir mal hoffen, und ich glaube, die Zeichen stehen ja gar nicht so schlecht, dass wir in dieser Legislaturperiode eine entsprechende Anpassung dort bekommen, damit eben auch der Bund Mittel in die Hand nehmen kann, um wieder zu investieren, auch gerade in den Bundesländern, wie jetzt vielleicht nicht gerade Bayern, die es eben nicht so dicke im Finanziellen halt eben haben. Der andere Punkt, den wir beobachten aus der Forschung heraus, gerade was die Frage von Implementierung, von Nutzung dieser Dinge angeht, ist nicht, dass es ein politisches Problem ist, wenn man jetzt mal die rechtlichen Fragen, also Urheberrecht, Datenschutz, vielleicht das jetzt mal außen vor lässt, sondern es ist ein Strategiedefizit in den Hochschulleitungen. Und die Frage, wollen Sie es? Das ist eine ganz nüchterne Frage. Und wenn Sie natürlich über 300 Hochschulen haben, bei denen vielleicht nur 10% der Rektorate sagen, wir wollen es, um damit beispielsweise Lehrdeputatsanerkennung zu betreiben bei den Kollegen, die das machen, um dann solche Grants zur Verfügung zu stellen, damit Dinge stimuliert werden, das Announcement zu betreiben dieser Dinge und. All das zu machen, ist keine Frage der Politik. Es ist eine reine Frage der Hochschulen selbst. In der Schule sieht das ganz anders aus.
Im Kita-Bereich sieht das ganz anders auch. Im Bereich der beruflichen Weiterbildung auch schon wieder nicht mehr. Also ich denke, wir müssen einfach sehr genau hingucken, worüber man redet. Die Politik hat am Ende des Tages bezogen auf den Einsatz von Technologien zur Optimierung, zur Unterstützung von Studium, Lehre, Weiterbildung nur sehr marginale Möglichkeiten, Dinge zu machen. Und man muss auch fairerweise sagen, sie haben vor 10 Jahren sehr viel Geld in die Hand genommen. Ja, wenn man an die UMTS-Milliarden denkt, wo ein nicht unerheblicher Teil investiert worden ist. Und es gibt Analysen darüber, was denn eigentlich am Ende des Tages davon übrig geblieben ist. Und ich glaube, die Zahlen wollen sie alle nicht wissen. Da schießen ihnen die Tränen in die Augen, wie an den Stellen an den Hochschulen mit Steuergeldern umgegangen worden ist. Und das Kernproblem ist, gibt es eine Strategie? Und wenn die Hochschulrektorate und Leitungen keine Strategie haben, was sie damit am Ende des Tages machen wollen, dann wird aller Incentive der Politik nichts nutzen, außer, wie es sich auch jetzt gerade wieder in der einen oder anderen Initiative abzeichnet, wird mal wieder halt viele Millionen ausgegeben und nach 3 Jahren stehen wir wieder da und sagen, hat immer noch nicht gewirkt. Es ist ein Strategiedefizit, das wir haben. Es ist ein Implementierungsdefizit, das wir haben. Es ist ein Qualifizierungsdefizit, das wir haben. Nicht die Studenten sind das Problem, die Hochschullehrer sind das Problem und vor allem die Rektorate sind das Problem. Ja, offensichtlich in Bayern scheint es ja eine Strategie zu geben. Da gibt es ja diese virtuelle Hochschule oder zumindest in Ansätzen. Es gibt auch in anderen Bundesländern Bestrebungen, die in diese Richtung gehen, aber Sie kennen sich da wahrscheinlich besser aus. Wie sieht es denn da deutschlandweit aus? Wo gibt es Strategien, wo gibt es zumindest Bestrebungen oder Entwicklungen hin zu Strategien und wie läuft das an der virtuellen Hochschule Bayern? Vielleicht, natürlich gibt es auch ähnliche Bestrebungen in anderen Bundesländern. Es ist nicht nur so, dass Bayern das macht. Bayern hat vielleicht jetzt im Augenblick das am besten ausgebaute System mit der virtuellen Hochschule. Und da muss man natürlich sagen, wenn man so will, ich habe ja auch diese Ausschreibung gesehen, 25.000 in VHB-Kurs, der kostet je nachdem, was für ein Fach ist zwischen. Die werden als Projekte gebaut von 1 oder 2 Hochschulen zusammen in Kooperation. Man muss auch immer mindestens 2 Hochschulen haben, die Interesse an dem Kurs haben. Das heißt, es ist bedarfsgesteuert. Das heißt, es macht nicht jemand einen Kurs, weil er sich für toll hält und den will nachher keiner hören, sondern es muss mindestens 2 Unis oder Fachhochschulen geben, die ihn haben wollen. Und dann gibt es einen Projektantrag und die sind aber so zwischen 40 und 60, 70.000 Euro, je nachdem, wie aufwendig die werden vom Versuchen, zum Beispiel in Physik und sowas. Das ist das eine. Die Strategiefrage, da spreche ich jetzt als Vizepräsident. Ich denke schon, dass Hochschulen anfangen, solche Strategien zu entwickeln und zu sagen, die Politik hat da wenig Einfluss dran. Das würde ich sofort unterschreiben für die Bundespolitik, das unterschreibe ich nicht für die Länderpolitik. Mit der Länderpolitik, wir machen im Augenblick Zielvereinbarungen für die nächsten 5 Jahre, da sind solche Sachen durchaus drin. Im Augenblick sind wir dabei, die Verwaltung zu reformieren, mal auf Digitalisierung umzustellen mit den ganzen rechtlichen Problemen. Und es werden aber auch solche Sachen gemacht, dass man in Richtung Lehre geht. Ich denke, wir brauchen klare Vorgaben, was eben angesprochen wurde. Wenn ich solche Kurse mache und die Kurse auch anerkannt werden, dann muss das sich auch auf die Lehrverpflichtungen zum Beispiel auswirken. Wir machen zum Beispiel diesen virtuellen Weiterbildungsstudiengang, der läuft komplett selbstgetragen, ohne staatliche und ohne bayerische Mittel, außer einer Anfangsfinanzierung die ersten 2 Jahre. Und der wird von den Leuten bezahlt und die Leute, die es machen, machen es im Nebenamt. Es ist in Bayern im Augenblick komplett getrennt. Wir hatten vor 4 Wochen ein sehr interessantes Gespräch im Ministerium, kurz vor der Regierungsbildung, Zwischenwahl und Regierungsbildung, wo es genau um diese Fragen ging und gerade auch lebenslanges Weiterbilden, Weiterbildungsangebote, was immer wichtiger wird. Und es hat sich herausgestellt, Geld für jede Menge Projekte ist im Augenblick da. Auf die Frage, wie machen wir das denn, wenn jeder 10 Kurse im Nebenamt macht, wie macht er dann da noch seine Lehre für sein normales Geld vernünftig? Da gab es auch da keine Antwort. Die Rahmenbedingungen müssen auch anders werden, denke ich. Und das andere ist natürlich, die Strategie der Hochschulen ist schwierig umzusetzen, weil es ja immer noch die Freiheit von Forschung und Lehre gibt, was auch gut so ist, was auch ein bisschen gegen das spricht, was da eben gesagt wurde. Ich erlebe das auch jeden Tag wieder in solchen Diskussionen, dass dann die Freiheit von Lehre sehr schnell herausgezogen wird, bis hin, welche Lernplattform man nutzen will, als Freiheitsgebot sozusagen, was manchmal sehr lästig ist. Ich denke, da fangen zumindest in Bayern die Hochschulen fangen an, sich Strategien zu überlegen, das zu machen. In der VHB sind mittlerweile, ich glaube, 14.000, 15.000 Kursbelegungen pro Jahr und solche Geschichten pro Semester. Das funktioniert schon sehr gut. Aber es funktioniert auch nur, weil es mit klaren Mitteln und gewollt bayernweit als eine Institution sozusagen gefördert wurde, eben seit auch 12 Jahren jetzt. Gut. Ja. Also ich würde auch da vorsichtig sein, mit der Politik aus der Verantwortung zu entlassen. Erstens, weil ich glaube, dass auf Länderebene viel möglich ist. Und zweitens, weil, das habe ich zumindest versucht zu implizieren,
ein klares Bekenntnis zu möglichst offenem Zugang, und damit meine ich offen lizenziert, offene Formate, auf offenen Plattformen angeboten, das ist eine klare politische Weichenstellung. Schreibe ich sowas rein in Förderkranz oder nicht? Schreibe ich Förderungen aus, die das zwingend vorsehen oder nicht? Und ich finde, man merkt, der Trend geht ganz klar in diese Richtung. In den USA ist jetzt gerade im Senat, ich meine, ob das durchgeht, ist eine andere Frage, aber ein Antrag eingebracht worden, der Academic College Textbook Act oder Affordable College Textbook Act, der vorschreibt, einerseits Geld gibt, aber andererseits vorschreibt, dass die Ergebnisse unter einer sehr liberalen Creative Commons Lizenz dann frei zugänglich gemacht werden müssen. Sehr kompetitiv das Ganze, man muss sich bewerben und so weiter. Aber also ich finde, da gibt es auch durchaus Möglichkeiten, strategisch auch nachhaltig was zu tun, weil ich glaube, ein großer Vorteil von, wenn man so Offenheit vorschreibt, ich bin auch eben dagegen, einfach nur Geld zu nehmen und sagen, kauf Technologie damit. Aber der Vorteil von Offenheit ist, dass das erstens, was ist, das dann auch dauerhaft offen ist, was auch andere wieder aufgreifen können. Das zweite ist, dass es damit auch leicht ist, zum Beispiel Barrierefreiheit zu erreichen und so weiter. Ich meine, was wir derzeit beobachten, und ist halt, und dann vielleicht auch weg von der Hochschule, wir werden da Digitalisierungsinitiativen gesetzt, die aber eigentlich Rückschritte dann oft darstellen. Also wenn ich mir anschaue, im Schulbereich, es gibt jetzt endlich ein Bundesbildungsportal der Initiative Bildungsmedien, wo man jetzt ganz viele Schulbücher digital haben kann. Im Ergebnis ist es schlimmer, als wenn das in die Bibliothek gewesen wäre, weil da konnte ich hingehen und konnte mir eine Seite kopieren und dann an meine Klasse austeilen. Mit den digitalen Lehrbüchern geht das nicht mehr. Die sind Flash-basiert, also schon mal iPads raus. Sie sind so, dass ich online sein muss, damit ich sie lesen muss. Ich kann nichts ausdrucken, wenn ich die Rechte dafür nicht habe, was oft so ist. Ich kann auf keinen Fall digital Teile ausschneiden, weitergeben, weil das extrem beschränkt ist. Also da kann man sagen, da ist es sogar ein Rückschritt der Digitalisierung. Und auch das liegt daran, weil hier nicht, obwohl hier größtenteils öffentliche Mittel dafür ausgegeben werden zur Erstellung dieser Schulbücher, weil hier nicht Offenheit vorgeschrieben wird. Also Fazit, ich glaube, man kann da und man sollte da auch politisch klarere Ansagen treffen. Ja, ich würde auch darauf nochmal zurückkommen, auf das Beispiel in den USA, was dort passiert. Sie sind ja auch sehr viel international tätig in verschiedenen Bildungskontexten, unter anderem in Shanghai, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie sieht das international aus? Wo steht Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, was Innovationen angeht, was Regulierungen angeht, was auch Unterstützung angeht? Vielleicht gerade am Beispiel von Shanghai, was können Sie da berichten? Ja, das ist ja so die Frage nach der Großwetterlage, die ist ganz schwer zu beantworten. Also wir haben in China und an der Shanghai Shaotong, wo ich an der Distance Education School halt eben meine Professur habe, haben wir eine völlig andere Situation. Wir haben an der SGTU derzeit 60.000 Präsenzstudenten und wir betreuen an der SGTU zusätzlich 35.000 Studenten nur online. Und dort haben wir schlichtweg ein Skalierungsproblem. Also wir haben viel zu viele Studenten, um es ganz einfach zu sagen, und wir haben viel zu wenig Professoren. Und die Technologie ist an der Stelle das Instrument am Ende des Tages, eben um dieses Riesenflächenland mit dieser Rieseneinwohnerzahl einigermaßen zu enablen, dass die jungen Menschen und die älteren Menschen sich halt eben ausbilden und qualifizieren können. Also wir bieten Kurse in der Tat bis nach Tibet rüber an, durch Einsatz von Satellitentechnologie. Also wir machen MOOCs schon seit Jahren, ohne dass einer auf die Idee gekommen ist, die MOOCs zu nennen. Die größte Vorlesung, die es an der SGTU gibt im Online-Bereich, ist die Einführung in die Informatik, was Sie halten, 1:1 Million. Und dann freuen sich alle, wenn Truhn vor 128.000 redet. Also ich will nur sagen, aber worauf ich nur hinaus will, ist, die Ausgangssituation und die Zielstellung ist eine völlig andere. Und es gibt ja auch sehr schöne Studien, die aufzeigen, warum sollen in Deutschland die Universitäten sich intensiver mit virtueller Lehre oder mit Digitalisierung von Lehre beschäftigen. Warum soll ich das machen? Es ist doch viel einfacher, gerade mal nebenan in den Hörsaal zu gehen, der halt eben nur mit der U-Bahn oder S-Bahn 10 Minuten entfernt ist, als mich ins Internet zu setzen. Da treffe ich auch noch meine Kumpels alle, die ich ansonsten nicht habe. In Shanghai habe ich diese Situation gar nicht, weil ich die Universität vor Ort gar nicht habe. Und im Übrigen in USA, in Russland, überall dort, Australien, wo Lerntechnologien einen hohen Impact haben, haben wir überall eine Frage von geografischer Distanz, die zu überbrücken ist, von Relationen, die wir haben. Diese Situation ist als Ausgangssituation in Deutschland und auch in Europa insgesamt im Übrigen, ist eine völlig andere. Eigentlich erstmal was
was ja toll ist und wo man jetzt nicht traurig drüber sein sollte. Das Zweite ist, dass das Verhältnis oder dass die Frage der Wahrnehmung von, ich bleib mal bei dem Begriff E-Learning, der eigentlich ja eher ein Deutscher und ist und kein Internationaler ist, dass die Wahrnehmung zu diesem Thema und die Position zu diesem Thema völlig anders ist, weil es international an vielen Stellen die Notwendigkeit gesehen wird, haben sie gar keine Diskussion, ob sie das machen oder ob sie das nicht machen. Bei uns ist es an vielen Stellen, und das erleben wir auch bei den MOOCs jetzt gerade wieder, in den USA hatten die MOOCs eine klare Funktion. Und glaubt auch keiner, dass es darum ging, so Improvement of Quality of Teaching für Drohnen zu machen. Das ist Quatsch. Das haben wir in Deutschland daraus gemacht. Das hat der Stifterverband für die Wissenschaft gemacht aus dieser Initiative, dass wir MOOCs zur Steigerung der Qualität in der Lehre nutzen. In den USA war es Marketing in allererster Linie, weil die Studentenzahlen wegbrechen. Und zum Zweiten, das darf man ja nie vergessen, Sebastian Truhn, der ja immer so hochgehoben wird an der Stelle, also ich schätze ihn sehr, um Gottes Willen, bitte nicht missverstehen, der ist Google Fellow und Google hat Softwareentwickler gesucht. Und was glauben Sie, wie viele von denen, die erfolgreich diesen Kurs abgeschlossen haben, von Google ein Jobangebot bekommen haben? Können Sie das transparent nachvollziehen? Also wir haben am DFKI 4 Wochen nach Abschluss des Kurses aus Russland den ersten Bewerber gehabt, der ein entsprechendes Zertifikat hatte. Und sagte, hey, wollt ihr mich denn eigentlich nehmen? Ich habe bei Truhn studiert, in Anführungsstrichen. Also da ist eine ganz andere Mentalität hinten dran, eine ganz andere Logik hinten dran. Was wir daraus immer machen, ist eine typisch europäisch, vor allem eine typisch deutsche Debatte. Können wir damit die Qualität der Lehre eigentlich steigern, weil wir an einer anderen Stelle das Problem noch gar nicht haben. Wir laufen in dieses Problem hinein, Sie haben es eben angesprochen, nämlich mit dem demografischen Wandel, das Wegbrechen der Studierenden, was so sicher ist wie es Amen in der Kirche, was wir prognostizieren können. Und die Frage, wie wir beispielsweise das Thema Weiterbildung nach vorne blicken für die Hochschulen im Rahmen des lebenslangen Lernens als einen relevanten Markt und damit jetzt im Sinne von Nutzern und von Studierenden als eine relevante Zielgruppe denn eigentlich identifizieren. Vielleicht dazu kurz noch, allein durch das Bachelor-Master-System, was jetzt im letzten Jahrzehnt eingeführt wurde, in England oder Australien ist das durchaus auch mal zwischendurch üblich. Da macht nicht jeder seinen Bachelor und macht sofort hinterher den Master, wie es bei uns allen, wir es allen Studenten natürlich anpreisen, weil wir letztendlich die Leute möglichst lange bei uns ausbilden wollen, sondern es wird auch bei uns die Zeit kommen, wo Leute einen Bachelor machen, in irgendwelche Unternehmen gehen und dann entweder vom Unternehmen getriggert oder von ihnen selber getriggert, weil sie sehen, dass sie nicht weiterkommen, sagen, jetzt einen speziellen Master, der auf meine Dinge zugeschnitten ist, wir sind jetzt mit dem Fabi-Master Wirtschaftsinformat, das passt, das sind alles Leute, das sind Psychologen, das sind Lehrer, Lehrerinnen, das sind Leute, die irgendwo aus dem Maschinenbau kommen, die irgendwo in die IT oder in IT-Governance reingeraten sind in ihren Unternehmen und merken, sie werden von ihren IT-Abteilungen letztendlich über den Tisch gezogen, weil sie einfach keine Ahnung davon haben. Die machen dieses Studium und haben da diese Qualifikation und können dann im Unternehmen weiterkommen. Und das wird bei uns auch kommen. Und die Leute gehen nicht mehr für 2 Jahre an die Uni, weil die haben ihr Häuschen gebaut, die haben ihr Häuschen abzubezahlen, die haben ihren Lebensstandard, die mussten das neben dem Job machen. Und dann haben wir auch bei uns, obwohl Europa klein ist, eine ähnliche Situation, wenn auch nicht mit diesen Zahlen wie in China, dass die Leute von zu Hause aus, vom Arbeitsplatz, von unterwegs aus lernen wollen. Und dann werden diese Dinge erst richtig spannend, weil dann sind sie und für die sind sie unverzichtbar. Ohne diese Angebote würden die diese Kurse nicht machen, die würden auch diese Zertifikate nicht machen, auch die Abschlüsse nicht. Und das ist dann eben lebenslanges Lernen, Weiterbildung. Und wenn ich dann nochmal einhaken darf, dann kommen Sie nach vorne blickend auch auf die eigentlich spannende Diskussion in der Frage der Bildungsentwicklung insgesamt. Das ist keine Frage, wie die Technologie morgen aussieht, sondern dass die Technologie da ist, dass das eigentliche intelligente Bildungsnetz das Internet ist. Da sind wir uns alle einig drüber. Es gibt unendlich viele Mengen an hervorragend qualitativ hochwertigem Inhalt. Die Frage, die auf die Hochschulen zukommt, die auf die Schulen zukommt, die auf die Weiterbildung zukommt, wer macht Qualitätsmanagement dabei? Wie zertifizieren wir? Wie gehen wir mit den rechtlichen Rahmenbedingungen einfach um? Wie können wir ein Reuse von bestehendem Content so öffnen, dass er für viele zugänglich ist? Das sind alles Fragen intelligenter Bildungsnetze, die eben Intelligenz vor den Rechnern erwarten und an vielen anderen Stellen erwarten. Und die Technologie ist nur der Enabler dabei. Ich will aber noch einen Satz zur Politik sagen. Wir haben auch deswegen an den Hochschulen in Deutschland so eine geringe Akzeptanz in dieser Gesamtdebatte, weil vor 10 Jahren zwar Geld in die Hand genommen worden ist, im Rahmen neuer Medien in der Bildung an den Hochschulen und auch in den Schulen, aber es gibt sehr schöne empirische Belege darüber, was denn eigentlich die Intention im Hintergrund damals war. Und es gibt eine sehr schöne Studie von Uhl aus dem Jahre 2003 zum Ende dieser ganzen Förderperiode, die damals gelaufen ist, der nannte das strategische Differenz. Und die Politik wollte immer mit E-Learning-Angeboten an den Hochschulen die bestehende Präsenzlehre substituieren.
Es ging immer um die Frage, was können wir an Räumen sparen, was können wir an Personal sparen, etc. pp. Und jeder, der in den Hochschulen mit großer Leidenschaft dieses Thema nach vorne getrieben hat, hat gesagt, da haben wir eine pädagogische Chance, was Neues zu machen, rutschte gleich in diese Schublade rein. Eigentlich geht es nur darum, Stellen abzubauen. Und mit diesem Dilemma, dass die Politik substituieren wollte und dass Hochschulen es immer als einen komplementären pädagogischen Ansatz zur bestehenden Lehre verstanden hat. Mit diesem Dilemma kämpfen wir bis heute in der Akzeptanz. Das wird sich ein Stück auswachsen, wenn mehr junge Kollegen wie Herr Dobusch und andere sukzessive denn kommen. Aber es dauert noch eine ganze Ecke. Und damals hat man uns einen Riesengefallen getan mit genau dieser strategischen Differenz. Jetzt gab es noch eine Frage aus dem Publikum. Ist sehr deutsch. Ich danke, ich kann nicht ohne. Mittlerweile betreibe ich mit anderen so ein kleines Internetradio und mir geht es eigentlich um junge Leute, also um 30. Wie man so immer lesen kann, gibt es relativ viele, die irgendwann mal den Start in eine vernünftige Karriere, sprich normaler Abschluss, Facharbeiter, was auch immer, einfach verpasst haben. In diesem Radio habe ich relativ viele Zuhörer, die sind Putzkräfte, dies, jenes. Und ich gebe mir immer außerordentlich Mühe zu sagen, Mädel oder Junge, du brauchst einen Abschluss. Wie schaffst du das? Inzwischen haben die zwei Kinder, bei den Frauen teilweise drei alleine gelassen von irgendwelchen Männern, also was einem im Leben alles so passieren kann. Dafür wäre natürlich die digitale Bildung genau ideal. Herr Igel hat es eben gesagt, es ist alles da. Wer baut jetzt den Überbau? Man kann ja einfach bei YouTube oder so mal gucken, wie intelligent völlig normale Menschen da zeigen, folgendes Gerät funktioniert so und so, das kann man so und so umbauen. Also fast schon eine Anleitung für einen Facharbeiter, wenn du mal irgendwas machen willst. Ich glaube, mittlerweile findet man sogar, wie kann ich Fliesen legen oder Parkett verlegen oder whatever. Wir brauchen jemanden, der das eben nebenbei zusammenspannt und sagt, das ist es, hier musst du dich kümmern. Und dann können solche Menschen, die nämlich einen normalen Broterwerb machen müssen, mit ganz geringem Einkommen, wenn sie sich denn durchringen, doch nochmal einen Abschluss zu machen, haben sie eben die Chance über, ich sag's jetzt, E-Learning, in irgendeiner Zeit ab 22.30 Uhr, wenn sie denn vielleicht den Fernseher einfach abschaffen und einen PC dafür ein bisschen aufstocken, dann hätte man das davon. Und das wäre eben Thema Volksbildung für mich eine wichtige Sache. Dankeschön. Was dazu sagen? Es gab bereits 1999 mit einer damaligen Zukunftsszenario für die Hochschulen im Jahr 2005, also 6 Jahre später, das wurde 1999 schon beschrieben von Encarnasao und anderen Kollegen, die damals gesagt haben, die Situation, die Sie gerade skizziert haben, die kommt. Es wird sehr viel Content auch in einer hohen Qualität da sein. Und die Frage wird sein, wer stellt denn eigentlich den Menschen diesen Content nicht zur Verfügung, sondern so zusammen, wer konfiguriert sozusagen den Bildungsansatz, sodass man weiß, ich werde am Ende, weil machen wir uns nichts vor, das ist natürlich auch ein wesentlicher Motivationspunkt, auch ein Zertifikat von einer renommierten Hochschule oder einer renommierten Bildungsinstitution bekommen. Muss man ganz klar sagen, die US-Amerikaner bereiten sich systematisch wieder gerade darauf vor. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, es ist gerade vom MIT rausgekommen, die neue Perspektive auf MIT Education, wo das Ganze hinlaufen soll. Da hat das einen ganz zentralen Ansatz, wie solche Dinge konfiguriert werden und welche Position das MIT in diesem Kontext denn einnimmt. Und Encarnasao nannte das damals, das sind Education Broker, die wir nach vorne blicken brauchen. Leute, die sich auskennen, die einen Überblick haben und die Dinge so individualisiert konfigurieren, dass Leute in verschiedensten Lebensphasen die bestmögliche Unterstützung haben. Eigentlich wäre das eine hervorragende Aufgabe, die Hochschulen oder andere Bildungsinstitutionen gut machen könnten. In Ansätzen kommen sie so langsam dahin. Also ich will da nicht ganz pessimistisch sein, aber in Ansätzen kommen sie halt eben hin. Und noch ein letzter Satz, da will ich die Politik mal ausnahmsweise loben. Man sieht es auf der politischen Ebene. Es gibt seit in der Zwischenzeit jetzt 4 Jahren das Bund-Länder-Programm zur offenen Hochschule, wo genau dies mit 250 Milliarden Euro finanziert, von Bund und Ländern gleichermaßen, denn geschoben und gefördert wird. Also ist nicht so, als wären unsere Politiker ganz untätig. Wir sollten nicht nur auf sie schimpfen, wir sollten auch mal sagen, dass sie auch mal gute Sachen machen. Ja, gibt es noch mehr Fragen aus dem Publikum hier, der Herr in Weiß? Nur weil es eine Tendenz ist, die ich beobachte, schon seit ungefähr 10 Jahren, womit mächtig übelste Politik betrieben wird, ist, und da hätte ich die Frage vielleicht an Igel und vielleicht an Herrn Wirz gestellt, ist,
dass sehr viele Personen gibt, die irgendwie einen guten Bildungsweg genossen haben und mit ihrem Titel nichts anzufangen wissen und teilweise noch beirrter und verirrter durch unsere Landschaft laufen, möchte ich einfach mal wissen, wenn es Personen gibt, die einfach durch das Leben gelernt haben, könnten Sie dazu, zu dieser Gesellschaftsgruppe mal ein Fürwort aussprechen? Weil ich habe das Gefühl, das sind die, die einfach nur im Leben wirklich die einfach vernünftigsten sind. Ja? Die sind einfach geerdeter, mit denen kann man vernünftig reden. Die sind auch verantwortungsbewusster in der Gesellschaft, im Umgang, das sieht man in allen Bereichen. Deswegen frage ich, könnten Sie da was abgewinnen für diese Gesellschaft? Weil es wird mir einfach zu panikartig davon gesprochen, ich brauche einen Titel, ich brauche einen Dippel, ich brauche den, ich brauche den, ich brauche den Doktor, ja. Ich brauche den. Das ist ja so übel. Da wird einem ja richtig, das ist ja eine Sucht, ja. Wie kriegt man ein Plädoyer bitte für die andere Seite? Vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich stimme Ihnen zu, dass das deutsche, soweit ich sehe, industrielle System und die ganzen Firmen, zumindest in Deutschland, ich kenne es von meinen Absolventinnen und Absolventen, immer weniger Leute zu finden sind, die Risiken eingehen. Ein typisches Beispiel wäre ein Risiko wäre ein Personaler oder eine Personalerin, die jemanden einstellt, von dem sie einen guten Eindruck hat, der aber nicht über die ganzen tollen Zertifikate verfügt, weil wenn er nachher schlecht performt und nicht einschlägt, dann war sie schuld. Man sah es ja. Wenn sie den einstellt, den sie für den letzten Chaoten hält, aber alles mit Einsen hat und stellt den ein und der performt natürlich dann hinterher nicht, kann sie sagen, der hat die Assessment Center alle ganz toll gemacht, der hat seine Noten, alles, ich kann nichts dafür. Ich glaube, ein Punkt, den Sie da ansprechen, ist Verantwortung. Wenn man aber wieder dass man sozusagen Dinge auch einfach ein Standing hat und sagt, ich mache das jetzt und wenn es gut geht, schön, und wenn es schief geht, stehe ich auch dafür gerade. Das findet man immer mehr. Und je unsicherer die Leute sind, desto wichtiger werden Titel, Zertifikate und all diese ganzen Geschichten. Das sieht man auch darin, unter Leuten, die promoviert sind, weiß man ganz genau, die den Titel am meisten vor sich hertragen und darauf bestehen, dass beim Metzger auch noch der Name genannt wird, das sind in der Community die, wo jeder sagen würde, dass der ihn überhaupt gekriegt hat, versteht kein Mensch. Ist meistens so. Vielleicht zu unserem Thema zurück. Ich denke schon, dass man auch, ohne jetzt über Titel zu reden, sondern einfach nur über ganz normale Bildung im Sinne des Letzten jetzt, dass man sagt, Leute, die den Abschluss, irgendwann Abschluss nicht geschafft haben, keine Lehre geschafft haben, all diese Dinge und dann irgendwann auf die Idee kommen, mit der Lebenserfahrung, die ich heute habe und der Sicht und der Motivation, was zu machen, möchte ich gerne noch eine Chance haben, für den und den Beruf Qualifikation zu erwerben, was immer das dann ist, ob das nur das Wissen ist oder Zertifikate oder solche Dinge, für die bräuchten wir im Prinzip sowas wie virtuelle Schulen im Sinne von Institutionen, die qualitätsgesichert sind, mit Personen, die für pädagogische Konzepte sorgen und die nicht andere ersetzen, sondern eher mehr Geld kosten, weil ein pädagogisches Konzept für jemanden, der bildungsfern ist, wie es so schön heißt, zu machen, um den wieder in Bildung reinzubringen, und das auch noch virtuell, halte ich für extrem schwer. Ich wüsste nicht, wie es ging. Ich bin auch kein Pädagoge und kein Didakt. Ich denke, da müsste man eine ganze Menge tun und müsste sich genau gezielt für diese Gruppe Angebote überlegen, die erstens, die müssen offen sein und frei, weil wenn es Geld kostet, hat man da keine Chance, man kriegt die Zielgruppe nicht. Und zweitens müssen sie so aufbereitet sein, dass jemand, der vielleicht 10 Jahre kein Buch mehr gelesen hat, trotzdem mit diesem Kurs klarkommt und sagt, da habe ich was gelernt. Und das wäre eine Möglichkeit zu sagen, das, was wir im Augenblick auf der Hochschulebene versuchen, eben auch letztendlich auf der Schulebene oder vielleicht sogar noch, je nachdem welcher Schulebene, zu machen. Und da geht es nicht um Zertifikate, sondern es geht im Prinzip darum, das Know-how, was heute gebraucht wird überall, dass das vermittelt wird. Und das Dumme ist halt, man muss jemandem dann ein Zertifikat geben, weil sonst wird nicht geglaubt, dass er das Know-how hat. Vielleicht dazu, wenn ich die Frage richtig verstanden haben sollte. Ich würde Ihnen vielleicht, weil Sie uns ja beide angesprochen haben, ich würde Ihnen vielleicht mit einem Satz antworten, den mir mein Doktorvater mit auf den Weg gegeben hat. Nicht der Titel gibt dem Mensch die Würde, sondern der Mensch gibt dem Titel die Würde. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ja? Ja, Albert Reinhardt.
Also dieser Titel Omnipräsenz in Bezug auf Internet oder digitale Medien ist mir halt in Bezug auf Schule eigentlich nicht geläufig. Also mein Eindruck ist, dass wir immer noch so eine Schule mit einem industriellen Paradigma fahren und so tun, als ob dieses Internet in 5 Jahren irgendwie vorbei wäre. Ja? Also es zieht alles an den Schulen vorbei und ich finde, das ist im Moment eine Katastrophe, weil Jugendliche eben in diesem Entwicklungsalter zwischen 12 und 18 eine Metamorphose durchleben, die durch eigenes Handeln Bewusstsein erzeugt. Ja? Und in dem Maße, wie der Staat Handeln von Jugendlichen bestimmt, also genau vorgibt, was er zu lernen hat und in welchen Portionen und so weiter, deformiert er eigentlich sozusagen die Möglichkeiten von Jugendlichen. Also wir bremsen die dermaßen aus in diesem Bildungssystem, dass alle Angebote, die noch so toll sind, später eigentlich auf vertrocknete Erde fallen, mehr oder weniger. Also dieses ganze Fachwissen, das da reingestopft wird, ist doch sinnlos. Wir haben jetzt Internet, jeder kann irgendwie nachgucken und durch handlungsbezogenes Lernen, also wir könnten... Also meine Vorstellung wäre zum Beispiel, Schulen so umzugestalten, dass die zu Entwicklungszentren werden, dass Firmen, Wissenschaftler und Jugendliche gemeinsam sozusagen vor Ort vernetzte Strukturen bilden, auf der IT-Ebene mit Energiespargeschichten und diese Erfahrungen sozusagen praktisch auch umsetzen, technologisch und ja, also dass einfach durch das eigene Handeln oder durch die eigene Erfahrung gelernt wird und nicht in diesen ganzen abstrakten Ebenen überfordern wir unser Gehirn. Also eigentlich haben wir ein Gehirn, das zum Überleben und praktische Erfahrungen haben will und nicht vollgestopft werden will mit Theorie. Ja, ich fürchte, eine ausführliche pädagogische Diskussion ging jetzt ein bisschen drüber hinaus. Vielleicht können Sie kurz darauf antworten. Also ich kann Sie dahingehend vielleicht mitnehmen. Ich habe noch nie so viele Diskussionen der auch in Offenheit und Interesse erlebt, wie gerade in diesem und im letzten Jahr im Bereich der Schulen, was die Nutzung von innovativen Technologien angeht. Bis hin, dass es freiwillige Zusammenschlüsse von Unternehmen, von Verbänden, von Ministerien derzeit gibt, die sich Gedanken darüber machen, wie sie diese Dinge nach vorne bringen. An der Stelle kämpfen wir mit zwei Problemen. Das ist einmal der Bildungsföderalismus, der auf der einen Seite natürlich eine hervorragende Sache ist, auf der anderen Seite aber noch viel mehr als im Hochschulkontext, natürlich dort Dinge einfach begrenzt. Und auch wenn Sie mit der Kultusministerkonferenz reden, einfach Dinge schlichtweg zum derzeitigen Standpunkt nicht möglich macht. Und das andere ist, dass ich Sie nur darauf hinweisen will, jetzt wird gerade im Rahmen der Koalitionsverhandlungen, ist gerade die Bundesregierung dabei, sich darauf zu verständigen, dass etwa das Thema mobile Endgeräte in den Schulen, auch die Frage von entsprechenden technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen geöffnet wird und wir dort verstärkt auch Impulse bekommen. Und es ist auch nicht so, da will ich mal ganz dezidiert eine Lanze dafür brechen, dass die Lehrer diejenigen sind, die das alles nicht wollen. Das stimmt definitiv nicht. Es gibt vielfältige empirische Belege dafür, dass das eine falsche Position ist und eine falsche Wahrnehmung. Also es passiert ganz viel an der Stelle und deswegen ist es mir auch ja ein Herzensanliegen, ich glaube, wie uns allen, dass es nicht nur um die Hochschule geht. Es geht eigentlich von der Kita, es geht um das ganze lebenslange Lernen und das müsste man sehr viel stärker auch in den Fokus dabei noch mit rücken. Ja, wir kommen jetzt leider schon zum Ende. Bevor ich jetzt noch um kurze Abschlussstatements Sie bitten würde, fasse ich nochmal zusammen. Also wir haben gelernt, Geld ist im Prinzip da oder es wird Geld dafür ausgegeben, Inhalte zu entwickeln, Technologien weiterzuentwickeln. Ein großes Problem sind die Rahmenbedingungen und die Strategien an den Hochschulen. Mangelndes Selbstbewusstsein der Lehrenden ist auch nicht das Problem, haben wir gehört. Also man könnte ruhig mehr Inhalte auch veröffentlichen, offenlegen, mehr Vorlesungen zumindest in einem Hochschulrahmen auch öffentlich machen, dass da eine verstärkte Kooperation besteht oder eben auch eine verstärkte Überarbeitung der eigenen Inhalte und Auseinandersetzung damit. Und jetzt würde ich einfach ganz kurz und knackig noch zu einem Abschluss, um ein Abschlussstatement bitten. Was wären denn Ihre Wünsche oder Ihr Appell, um digitales, virtuelles, vernetztes Lernen noch in Zukunft besser zu gestalten? Ja, ich würde nochmal wirklich zurückgehen auf den pragmatischen Weg und sagen,
die Intelligenz, die wir in diese Systeme stecken, sollten wir in erster Linie in die Organisation der Systeme stecken, dass sie länderübergreifend werden, aber auch in den Punkt, dass Lehre jeder Art neben Forschung und da eben auch digitale Lehre eben deutlich höher geschätzt wird, als das bis jetzt in der Praxis wirklich noch der Fall ist. Die Hochschulleitungen sehen das mittlerweile schon anders, aber unter Kolleginnen und Kollegen ist das noch ganz klar die klassische Sache. Wichtig ist die Forschung und die Drittmittel und die Lehre fällt oft dann noch im Ansehen hinten runter. Ja, ich möchte eigentlich, glaube ich, nur noch mal wiederholen, dass ich glaube, dass das große ungenutzte Potenzial der Digitalisierung derzeit das ist, dass man eigentlich viel einfacher, viel weiter Inhalte, die vermittelt werden, zugänglich machen kann und damit auch automatisch allein durch diese Öffnung vielleicht sogar Qualitätseffekte erzielen könnte. Und das heißt, und das wird aber nicht sich von alleine öffnen, weil diese Öffnung, und wenn es auch mit einem Mehraufwand zumindest in der Übergangsphase verbunden ist, und diesen und das muss man durch Anreize und teilweise auch durch wahrscheinlich sanften Zwang auch von politischer Seite forcieren. Mein Wunsch nach vorne wäre, dass wir wegkommen von einer institutionengetriebenen Debatte hin zu einer Debatte, die den Lernenden und das lebenslange Lernen in den Fokus nimmt und dass wir die Mehrwerte, die die Technologien nutzen und die Intelligenz der Menschen, die vor den Computern sitzen, vereint dafür nutzen, um die Dinge eben im Sinne der Individualisierung nach vorne zu treiben. Vielen Dank. So, hier geht es jetzt weiter mit, ist das schon die Panel-Diskussion? Ich glaube, es geht übergangslos weiter, ohne Pause, mit dem Gespräch Handeln in einer vernetzten Welt mit Theresa Bücker, mit Dr. Stefan Humer und Rena Tangens.